Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal sind wir ja in den Kunlei-Gipfeln ein wenig weitergekommen und hatten hier jetzt drei Quests, glaube ich, angenommen. Na, es scheinen sogar vier zu sein, die jetzt quasi hier in dem Gebiet sind. Ja, ich würde sagen, da machen wir direkt mal weiter. Ich sehe hier hinten gerade kurz nach dem Einloggen, dass hier eine Erzader ist. Die nehmen wir natürlich mit. Was haben wir da vorne? Da haben wir einmal eine Teepflanze. Das ist ja auch wunderbar. Ich habe jetzt den Rucksack noch nicht leer gemacht. Es hat alles noch seine Zeit. Da brauchen wir uns jetzt nicht beeilen. Wir haben auf jeden Fall noch genug Platz, um jetzt in dieser Aufnahmesession ein bisschen was zu erreichen. Nehmen wir mal hier diese Versorgungsgüter mit, die ich komischerweise nicht wirklich gefunden habe letztes Mal. Na, wir werden jetzt hier angegriffen, aber ich versuche mal, das hier noch aufzuheben. Okay, das haut hin. Sollen mal die beiden rankommen hier bitte? Du bitte auch. So, einmal stunnen, dann können wir das aufheben. Alles klar. Ja, ich werde heute wieder ein paar Folgen aufnehmen. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesession, wo ich glaube ich 7 Folgen aufgenommen hatte für die komplette letzte Woche, haben wir einiges geschafft. Und da werden wir jetzt auch anknüpfen. In den Kunlei-Gipfeln haben wir sehr, sehr viele Quests. Bin ich mal gespannt. Ah ja, da werden wir gleich nochmal angegriffen. Dann kommst du auch nochmal ran, mein Lieber. So. Der da hinten greift uns wahrscheinlich auch gleich an. Wir haben sehr, sehr viele Quests hier. Wir können auch nochmal gucken. 101 Quests. Also das wird definitiv eine Weile dauern. Soweit ich weiß, hatten wir im Jadewald auch knapp über 100 Quests. Also einen Monat werden wir jetzt wahrscheinlich hier in den Kunlei-Gipfeln sein. Allerdings hatten wir jetzt halt im Jadewald nicht diese sonntags 30 Minuten. Da können wir uns sicher noch ein bisschen Zeit sparen mit. Also folgenzahltechnisch. So, das hat er auch aufgehoben. Alles klar. Dann gucken wir mal. Da haben wir nochmal sowas. Da haben wir nochmal Waffen, ne? Greifen wir mal die beiden an. Der dritte dürfte jetzt eigentlich auch gleich kommen. Der, ja, er greift uns an, tatsächlich. Müssen wir jetzt halt ein bisschen mehr kämpfen als notwendig, aber hey, was soll's. So, einmal unterbrechen. Ging gerade nicht, okay. Zwischenzeitlich natürlich immer mal wieder heilen. Und ja, es kommt immer wieder die Frage, was mit Level 90 passieren wird. Das habe ich aber auch schon oft genug beantwortet. Auf Level 90 wird es ganz normal weitergehen. Wir haben noch viele, viele Questgebiete offen. Auch wenn wir die ganz neuen Questgebiete fertig bekommen sollten. Was definitiv noch locker, sage ich mal, ja, 3 Monate dauern wird. Also, das ist sowieso schon von der Zeit her. Wir haben noch definitiv viel zu tun. Wir werden viel PvP betreiben auf Level 90. Wir werden viele Raids machen. Wir werden ja die ganzen Instanzen machen. Ich habe gerade auch schon kurz mit jemandem per Flüsternachricht gequatscht. Ich werde auf Level 90 auch sehr oft WoW streamen, denke ich, wo ich dann einfach mit euch zusammen vielleicht irgendwelche Instanzen mache, wo ihr dann einfach mitmachen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt und ja, solche Sachen halt. Also es wird auf Level 90 definitiv mit Merrily weitergehen. Ich werde kein zweites World of Warcraft Let's Play anfangen. Das wurde zwar ein paar Mal gewünscht, aber ich finde irgendwie, das wird glaube ich zu langweilig. Zweimal das gleiche Let's Play auf dem Kanal. Ich meine, irgendwo ist es dann natürlich ein bisschen anders, klar, aber ich meine, es ist trotzdem immer noch World of Warcraft und zwei parallel World of Warcraft Let's Plays mag ich eigentlich nicht machen. Vor allen Dingen kommt bald, oder ist glaube ich schon, nee, es kommt glaube ich bald, The Elder Scrolls Online raus. Also quasi das Skyrim-Universum und alles drum und dran und Morrowind und alles mögliche drum und dran und das als MMORPG quasi und das möchte ich mir eventuell auch anschauen. Also ich verspreche da jetzt noch nichts, aber es könnte ein Let's Play, eventuell sogar ein Together. Muss ich mal gucken, ob ich da diverse Leutchen um mich rum ja, zusammentrommeln kann. Ein Let's Play Together vielleicht zu The Elder Scrolls Online geben. Muss ich mal gucken, keine Ahnung. Wie gesagt, also ich mag jetzt nicht, also WoW ist quasi das Projekt, was mein Kanal trägt, definitiv. Und es macht mir auch absolut Spaß, aber ich glaube, ein World of Warcraft Let's Play reicht. Wie gesagt, das hier ist ein Endlos-Projekt und es wird im Prinzip immer weitergehen. Wir werden hier wahrscheinlich locker die 1000 Folgen knacken, wie das auch der liebe Gronkh aktuell mit Minecraft. Naja gut, noch hat er es nicht gemacht, er zögert das ja noch ein bisschen hinaus mit seinen Nachkommastellen, aber an sich von den Videos her hat er ja auch schon 1000. Also ich gehe stark davon aus, dass wir hier WoW tatsächlich bis knappe 1000 Folgen machen werden. Eventuell sogar noch weiter hinaus. Es werden noch neue Add-ons kommen. Es werden noch neue Add-ons kommen, Leute.
Soweit ich das seinerzeit mitbekommen habe, möchte Blizzard World of Warcraft so weit fortführen, bis die Charaktere Stufe 100 erreichen. Und wir wissen von den letzten Add-ons, dass mit jedem Add-on 5 Levelstufen dazugekommen sind. Nach Adam Riese gäbe es dann jetzt noch 2 Add-ons, die demnächst kommen. Wahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern, definitiv. Ich meine, Mists of Pandaria ist gerade mal ein halbes Jahr draußen, aber... Wobei, es ist schon seit September, glaube ich, gern. 3/4 Jahr ist das hier schon draußen knapp. Es wird definitiv noch genug kommen, was wir mit unserer Merrily erleben können. Und vor allen Dingen werden wir auch die alten Questgebiete alle nachquesten. Also auch die niedrigstufigen Questgebiete, weil einfach die Story sehr, sehr geil gemacht ist. Und die alten Gebiete wurden ja teilweise wirklich komplett überarbeitet. Ich mag das nicht einfach hier links liegen lassen, sondern ich mag das euch wirklich alles zeigen und auch selber nochmal erleben, weil als ich privat gezockt habe, damals habe ich mir natürlich auch die Questtexte und sowas nicht durchgelesen. Entsprechend würde mich das natürlich auch privat sehr interessieren. So, haben wir alle gerettet. Was müssen wir denn hier noch machen? Gestohlener Ritualstab der Tintenkiemen. Wo ist denn das? Das ist auf der auf dem anderen Ufer, oder? Ich glaube schon. Können wir das noch aufheben? Mal gucken, wahrscheinlich nicht. Dann machen wir das mal... Na, jetzt greifen wir uns hier alle an. Machen wir das mal so und dann können wir das mal wegmachen. Wie gesagt, die alten Questgebiete würde ich auch gerne nochmal questen. Dann eben Raids, PvP, Instanzen. Also wir werden auf Level 90 noch extrem viel nachholen und auch machen, was wir bisher nicht gemacht haben. Entsprechend, Merrily wird euch noch lange erhalten bleiben und ich ebenfalls. Macht euch da mal überhaupt keine Sorgen. Aber wie gesagt, ein zweites World of Warcraft Let's Play schließe ich nach aktuellem Stand aus, weil... Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Wir haben, wie gesagt, mit Marilyn noch genug zu tun. Was greifen die uns jetzt eigentlich alle an? Was wollen die von uns, hm? Und ja, wie gesagt, auf Level 90 haben wir noch genug zu tun. Ihr braucht keine Angst haben, dass das Let's Play irgendwie endet oder, keine Ahnung, dass ich jetzt irgendwas anderes starte oder so. Also, WoW 18 Uhr, das könnt ihr euch für die nächsten Jahre, denke ich mal, einfach in den Kalender eintragen. Das wird so bleiben. Das wird so bleiben, solange das Let's Playen an sich noch läuft und mir das Spaß macht und euch das Spaß macht, ist das absolut kein Problem. So, wo ist denn jetzt dieser Ritualstab? Auf der anderen Seite, da irgendwo in dem Häuschen ist es wahrscheinlich. Ah nee, da ist Orachi schon. Spotten wir den mal. Und der zweite kommt auch ran, alles klar. So, da sollte ich vielleicht nicht drin stehen. Das war wieder so eine Void Zone. So, mach mal den Flott kaputt. Eine Schar-Eruption, genau. Das hieß ja Schar, diese bösen Geister, die da quasi in die Leutchen reingehen. Sadala. Die Viecher sind lustig da hinten, die übers Wasser huschen. Wahnsinn. So, gestohlener Ritualstab. Alles klar. Dann haben wir hier, glaube ich, alles, ne? Dann können wir das abgeben. Findet Wu Peng am Tintenkiemenweiher. Dann suchen wir Wu Peng auch nochmal ganz kurz. Da haben wir niemanden. Ah, der ist da hinten irgendwo scheinbar. Wütender Vollstrecker. Da kommen wir nicht vorbei. Dann müssen wir hier wohl oder übel kämpfen. Oder? Müssen wir das überhaupt? Wo ist denn der? Der soll hier vorne irgendwo sein. Ah, hier vorne ist er. Okay. Dann machen wir noch fix die drei Gegner hier kaputt. So. Und dann quatschen wir mal mit ihm. Mal gucken, was er für Quests für uns hat. Kommt mal alle ran, bitte. So, alles klar. Das können wir unterbrechen. Ja, diese unnötigen Kämpfe gerade, die nerven mich auch so ein bisschen. Ich denke mal, euch auch. Aber das lässt sich einfach gerade nicht... verhindern. Einfach weil die Gegner doch knapp auf unserer Stufe sind und uns entsprechend aus einer größeren Entfernung schon angreifen. Das ist ein bisschen schade, aber mei, müssen wir durch. Willkommen. Mein Sohn, so schrecklich, als ich das Morden sah, bin ich einfach nur gerannt. Mein Vater, Mai, sind Sie am Leben? Mögen euch die Zusammenführung von Vater und Kind. Sie haben überlebt. Mein Vater ist am Leben. Ich dachte, wir würden alle hier in diesem schrecklichen Weiher durch die Hände dieser wahnsinnigen Jin Yu sterben. Ich werde selbst zurückfinden. Trefft euch mit mir beim Lager. Möge die Jadeschlange euch leiten. Okay. Dann können wir, glaube ich...
Also gut, Mary Lee, ich bin bereit. Läuft er jetzt alleine los oder was? Ich dachte, wir sollen ihn eskortieren oder so. Na gut, wir laufen einfach mal mit ihm mit. Der wird schon wissen, was er macht. Wen haben wir da? Ein entlaufenes Jack, okay. Ah nee, okay, das hat sich erledigt. Gut, können wir hier hinten über das Wasser laufen? Das würde mich mal interessieren. Oder geht das nur über diese Passagen da vorne? Nee, das geht tatsächlich nur über die Bereiche hier vorne. Ah, hier geht das auch noch, okay. Laufen wir da mal flott rüber. Da müssen wir runter, okay. Greift er uns an? Nee. Heiligtum des Wassersprechers, okay. Wer bist du da hinten? Na, jetzt hänge ich hier fest. Na, jetzt greift er uns an. So, wer bist du? Du bist Shai Hu und hast fast 500.000 Leben. Dich fassen wir mal nicht an, weil ich habe nämlich jetzt keinen Bock zu sterben. So, einmal hier hin und dann da hinten nochmal rüber. Und dann können wir die ganzen Quests mal abgeben. Da komme ich nicht rum. Dann gehen wir mal hier lang. So, das sieht gut aus. Ja, ja, ganz ruhig. Braucht uns nicht den Kopf abreißen. Was ist das da? Geistereisenvorkommen. Wo ist denn das? Da hinten. Sehr schön, das nehmen wir mal mit. Haben wir übrigens wieder einen Stack voll. Das heißt, einen Stack Barren haben wir auch schon voll. Alter, chill mal. Will er mal aufhören, uns anzugreifen? Ja, dann machen wir ihn halt kaputt. Wahnsinn. Oh, er hat seinen Vater gefunden. Ja, wie du siehst, hatte ich Hilfe, hierher zurückzukommen. Zurückzufinden. So, dann gehen wir die Quests mal ab. Berichtet mir von euren Reisen. Ihr habt ihn gefunden, das ist alles, was ich euch geben kann. Aber indem ihr meinen Sohn gefunden habt, habt ihr es euch mehr als verdient. Wunderbar. Familie. Wieder in Besitznahme. Habt ihr die Vorräte gefunden? Ja, bitte schön, 8 Stück. Danke, jetzt endlich können wir etwas essen. Ja, wunderbar. Freue ich mich. Und Mai haben wir auch hier, wütende Vergeltung. Es ist befriedigend zu hören, dass unsere Feinde tot sind. Vielleicht könnt ihr eine der Waffen meines Leibwächters brauchen. Gab es hier eine Waffe, die wir benutzen wollten? Zweihändiges Schwert, ich weiß das gar nicht mehr. Einhändig mit... Das hier war das, oder? Das ist besser als unsere Jinyu-Kampfaxt. Macht mehr Schaden pro Sekunde, und zwar 140 fast. Gibt uns Stärke, Ausdauer, Ausweichen, Parieren, nimmt uns ein bisschen Meisterschaft. Ich würde sagen, die rüsten wir einfach aus. So würde die ausschauen. Sieht auch wirklich sehr, sehr hübsch gemacht aus. Das ist unsere alte. Das ist auf jeden Fall ein bisschen farbenfroher. Gefällt mir definitiv besser. Rüsten wir die mal aus. Wunderbar. Können wir die mal rausnehmen. Schauen wir uns die mal aus der Nähe an. Ah, dafür nehme ich mal hier die Wand zu Hilfe. Oder den Fisch hier. So, das sieht doch gut aus, oder? Das ist doch mal eine schöne Waffe. Wunderbar. Da haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Haben wir hier eigentlich einen Briefkasten? Nee, Auktionshaus der Allianz, okay. Der Stab des Wassersprechers. Er hatte keine Stimme, alles klar. Habt ihr den Stab gefunden? Ja, bitteschön. Gut, dann können wir dieses Problem vielleicht doch noch lösen. Und befreit die Dissidenten. Obwohl wir nicht viel herzumachen scheinen, weiß ich aus den glücklosen Anfängen, dass wir es schaffen werden. Danke, meine Freundin. Bitteschön. Das Ritual. Schon als ich zum ersten Mal aus dem Fluss stieg, wusste ich, dass es mir beschieden war, Wassersprecher zu werden. Ich wurde viele Rituale gelehrt und alle von ihnen habe ich schon durchgeführt, außer einem. Es gab da ein sehr altes Ritual, das für eine Zeit gedacht war, wenn sich unser Volk je gegen uns wenden sollte. So etwas muss sich in der fernen Vergangenheit unseres Volkes ereignet haben. Denn solange die Erinnerung unseres Dorfes zurückreicht, ist das niemals nötig gewesen. Jetzt ist wohl die Zeit dafür gekommen. Gurei und beendet dann das Ritual. Okay, machen wir das mal ganz schnell. Ich bin bereit, beginnt mit dem Ritual. Sprecht mit Wassersprecher Gurei, um das Ritual zu beginnen. Okay, ich habe dieses Ritual noch nie durchgeführt. Ich weiß nicht, was genau passieren wird. Es wurde seit Urzeiten überliefert, aber niemand von uns musste es je einsetzen. Okay, mal gucken, die werden eventuell wiederbelebt. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir einmal, ob es ausreicht, um die Seelen meiner Leute von der Verderbnis zu läutern. Es kocht auf jeden Fall hier schon, es brodelt. Oh, es hat funktioniert. Es hat fu... Was kommt jetzt? Was passiert hier? Oh, explosiver Hass. Warum wird sie vom Ritual beeinflusst? Was ist das? Das ist ein explosiver Hass, den wir schnell kaputt machen. So ein bisschen möchte gern Schar. Das ist, glaube ich, kein Problem für uns.
Wir kloppen da einfach ordentlich drauf und dann hat sich die Sache. So, wunderbar. Ritual abgeschlossen. Ich fühle mich viel ruhiger. Was ist passiert? Ein Biest brach aus euch heraus, als ich das Ritual begann. Mary Lee hat es getötet. Ich habe eine Präsenz, einen brennenden Schmerz und Wut in meiner Seele gespürt. Hä, warum sind hier zwei? Ah ja, jetzt ist nur noch einer. Es muss dieses Ding sein, was die Dorfbewohner kontrolliert. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Das Ritual. Jetzt verstehe ich, dass dieses Ritual fortreißt, was auch immer die Geister dieser Kreaturen kontrolliert. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Alles klar, bevor wir die Quest annehmen, würde ich die Folge beenden. Dann machen wir hier einfach nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.